In dieser Debatte ist Sabine Dittmar für die SPD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist heute schon sehr viel Richtiges und Wichtiges zu den geplanten Vorhaben und Reformen gesagt worden. Und ich möchte jetzt als letzte Rednerin in der Debatte auf einen Aspekt eingehen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es ist unser erklärtes Ziel, echte Verbesserungen in der Versorgungsstruktur und in der Versorgungsqualität herbeizuführen. Wir werden Maßnahmen herbeiführen, die unmittelbar Millionen von Patientinnen und Patienten zugutekommen. Dazu werden wir die Versorgung strukturell und qualitativ verbessern, angefangen bei der primärärztlichen Versorgung über die fachärztliche und psychotherapeutische Versorgung bis hin zu den Krankenhäusern. Und wenn ich mich heute schwerpunktmäßig mit der hausärztlichen, mit der primärärztlichen Versorgung auseinandersetze, dann ist das ganz sicher keine qualitative Wertung, sondern schlicht und ergreifend der Redezeit geschuldet. Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen aus unseren Wahlkreisen die Sorge um die zukünftige hausärztliche Versorgung. Das beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger Land auf, Land ab. Und ich meine zu Recht, in allen Teilen Deutschlands erleben wir, dass keine Nachfolger für Praxen gefunden werden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir im Koalitionsvertrag uns auf Maßnahmen verständigt haben, die auch in ländlichen, in strukturschwachen Regionen, aber auch in sozialen Brennpunktstadtteilen die ärztliche Versorgung wieder verbessern können. Wir korrigieren damit, sage ich in aller Deutlichkeit, einen Teil der Versäumnisse des Versorgungsstrukturgesetzes. So werden wir es beispielsweise ermöglichen, dass MVZs Arztgruppen, Fachgruppen gleich zu betreiben sind. Wir werden die Praxisnetze weiter ausbauen und vor allem ihre Förderung auf verbindliche Füße stellen und die integrierte Versorgung stärken. Das immer wieder angeführte Niederlassungshemmnis, Regress, werden wir weiter entschärfen und in die Hände der Selbstverwaltung legen. Und was mir ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, wir werden die hausärztliche Versorgung dadurch stärken, dass wir den Paragraphen 73b, die Hausarztverträge, wieder in die alte Rechtsform zurückführen. Ich denke, mit diesen Maßnahmen geben wir jungen, niederlassungswilligen Medizinerinnen und Medizinern echte Planungssicherheit. Aber Kolleginnen und Kollegen, der Patient, die Patientin muss sich auch auf die Qualität der Versorgung verlassen können. Und deshalb ist eine evidenzbasierte, eine leitliniengerechte Behandlung, Qualitätssicherung und Evaluation ganz wesentliche Bausteine in der Versorgung. Und deshalb möchte ich sagen, ich begrüße es wirklich außerordentlich und ausdrücklich, dass wir zu dem bestehenden Disease Management Programm zwei neue Behandlungsprogramme dazu bekommen: Rückenschmerzen und Depressionen. Und ich selbst habe die Einführung des ersten DMBs miterlebt, Diabetes, als Hausärztin. Und glauben Sie mir, das war ein echt holpriger Start. Die Ärzteschaft, die hat sich vehement gewehrt. Die Patienten mussten mit Prämien von der Kasse zur Einschreibung ermuntert werden. Und ich bin froh, dass wir zwischenzeitlich zu der Erkenntnis gekommen sind, dass strukturierte Behandlungsprogramme eine echte Erfolgsgeschichte schreiben und die Versorgung von chronisch kranken Patienten hier bei uns deutlich verbessern. Und das Gleiche erhoffe ich mir auch von den beiden neuen Programmen Erkrankungen im muskuloskelettären Bereich. Die führen die Hitliste der Krankschreibungen an. Und auch bei den Depressionen müssen wir ganz klar feststellen, dass sie oftmals zu spät oder gar nicht diagnostiziert werden und deswegen auch nicht ausreichend therapiert werden. Und deshalb muss es unser Ziel sein, den Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung zu verbessern. Betroffene müssen zeitnah einen Termin bekommen und auch ein Angebot zur Kurzzeittherapie erhalten. Wir werden die Wartezeiten verkürzen auf 4 Wochen bei den Fachärzten. Darauf sind die Vorredner schon eingegangen. Aber was mir noch ein wichtiger Aspekt ist, wenn wir von Versorgungsstrukturen sprechen, ist, dass wir nicht nur die Unterversorgung im Blick haben, sondern wir sollten auch mal klar zur Kenntnis nehmen, dass wir Regionen und Fachgebiete haben, die deutlich überversorgt sind. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass wir die gesetzlichen Vorgaben zum Abbau der Überversorgung durch den Aufkauf von Arztsitzen von einer Kann- in eine Soll-Regelung überführen.
Zur Aus- und Weiterbildung hat der Kollege Nüßlein eine ganze Menge gesagt. Und ich meine, das ist wirklich notwendig, frühzeitig das Interesse an der Allgemeinmedizin zu wecken, die Auswahlkriterien so zu gestalten, dass auch berufliche und soziale Kompetenzen berücksichtigt werden und eben nicht nur die Abiturnote über Hop oder Top beim Studienplatz entscheidet. Und auch die Studieninhalte müssen wir versorgungsorientierter gestalten. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns eine Menge vorgenommen. Ich bin davon überzeugt, der Koalitionsvertrag, der setzt die richtigen Akzente. Wir geben den Rahmen gut vor. Wir brauchen dazu natürlich auch die Partner der Selbstverwaltung, die das ihre tun müssen, und die Bundesländer und Kommunen. Ohne deren Beitrag geht es nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit hier im Parlament und im Gesundheitsausschuss. Danke, Frau Kollegin, und das ganze Haus gratuliert Ihnen, Sie sehen es, zu Ihrer engagierten Rede. Und wir wünschen Ihnen viel Kraft und Durchsetzungsvermögen und gute Maßnahmen gegen Rückenschmerzen. Ja, ich weiß, wovon ich rede. So.